Es ist knapp eine Woche her, dass der Anschlag in Berlin stattgefunden hat. Und daraufhin gab es sehr viel in den Medien zu lesen. Und eine der Zeitungen, ich kann mich jetzt nicht an den genauen Wortlaut erinnern, aber hat auf dem Titelblatt geschrieben, gibt uns Weihnachten zurück oder nimmt uns Weihnachten nicht. Mir kam dieser Titel ziemlich verzweifelt vor. Und er ist verzweifelt. Wenn Dinge wie jetzt vor einer Woche passieren, bekommt man es mit der Angst zu tun. Weil man uns etwas wegnimmt, das gut ist. Das Gefühl der Sicherheit. Und ich habe mich auch heute gefragt, was das mit Weihnachten zu tun hat, dass Gott geboren wurde. Weil wenn, also ich will nicht behaupten, dass diese Zeitung christlich ist oder dass Europa christlich ist, sie ist es nicht. Sie war es vielleicht mal, ist es aber nicht mehr. Wenn wir als Christen so denken, wie es der Titel dieser Zeitung war, dann sind wir auf verlorenem Posten. Weil Weihnachten hat nicht wirklich etwas mit Sicherheit zu tun, mit Geborgenheit, sondern mit dem, was am Ende des heutigen Evangeliums steht. Die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Ich will nicht sagen, dass jetzt, dass wir in Familien feiern oder wir in unserer Gemeinschaft und versuchen es uns gemütlich zu machen, auf eine schöne Art und Weise diese Tage zu verbringen, vielleicht ein bisschen mehr Frieden einzubringen, als es normal der Fall ist, dass es falsch ist. Das gehört zu Weihnachten. Aber das ist nicht der Sinn dessen. Weil wenn es nur dabei bleibt, dann kann uns sehr vieles ins Wanken bringen. Besonders solche Dinge, die in unserer Zeit immer wieder aufs Neue passieren. Und in ein paar Tagen fahre ich mit dem Rufino und ein paar Leuten nach Augsburg. Auch der Philipp und die Sophie kommen mit. Und wir fahren dort wie jedes Jahr zu der Mehrkonferenz. Es ist für mich persönlich eine der wichtigsten Veranstaltungen oder die wichtigste im ganzen Jahr. Aus einem bestimmten Grund, der mit Weihnachten wirklich etwas zu tun hat. Weil wenn man nach Augsburg fährt, kommt man an dem nicht vorbei, was Deutschland ausmacht. Seit der Reformation ist es ein gespaltenes Land. Und wenn man das 16. und 17. Jahrhundert betrachtet, besonders das 17. Jahrhundert in Deutschland und auch Österreich, weil das war irgendwie alles verbunden damals, sind man eines. Dass wir Christen auch fehlen können. Wir wissen zwar, dass die Botschaft des Evangeliums eine frohe Botschaft ist, eine Botschaft des Friedens, aber trotzdem kann man es sehr gut mit dem Glauben vereinbaren, was damals geschehen ist. Dass die Protestanten mit den Katholiken sich einfach abgeschlachtet haben, weil ein anderes Wort ist falsch. Die haben sich einfach abgeschlachtet, gegenseitig. Und alle haben auf dasselbe Kreuz geschaut. Und trotzdem haben sie nichts verstanden. Weder die Protestanten damals noch die Katholiken. Und für mich ist es so wichtig, dorthin zu fahren, zu dieser Mehrkonferenz, die vom Gebetshaus Augsburg veranstaltet wird. Heuer sollen es so um die 10.000 Leute sein, weil dort Weihnachten geschieht. Weil dort Christen das tun, was sie tun sollten. In einer Welt, die verwirrt ist,
die voll Kriegen, Gewalt ist, auch voll Liebe und gute Dinge. Was sollen wir Christen tun? Gott loben. Wie es die Engel tun, jeden Tag, Stunde um Stunde. Das ist auch unsere Berufung. Warum mich das in Augsburg so berührt, das sind 4 Tage, die man dort verbringt. Und es kommen diese Leute zusammen aus verschiedenen christlichen Denominationen. Also ungefähr ein Drittel sind Katholiken, der Rest sind andere, also evangelische, aber die meisten, die dort kommen, sind aus den Freikirchen. Und für mich ist es ein Zeichen dessen, was Gott mit uns machen kann. In einem Land, das von der Reformation sehr geprägt ist und dem, was danach kam, wo wirklich sehr viele Wunden zugefügt wurden. Mir haben ältere Leute erzählt, die aus Deutschland kommen, dass es für sie normal war in der Kindheit, dass man in einem Dorf als Katholik in dem katholischen Laden einkauft, nicht in dem protestantischen. Also der hat einem Katholiken gehört, da haben die Katholiken eingekauft und die Protestanten haben bei einem Protestanten eingekauft. Und in diesem gespaltenen Land, das auch heute gespalten ist, aber auch in Österreich gibt es das, kommen Leute zusammen in Frieden. Das ist immer für mich auch persönlich interessant, weil die interessantesten Gespräche ergeben sich mit den Leuten aus der Freikirche. Und einfach zu sehen, was sie leben, wie sehr sie Gott lieben, das zeigt, was Weihnachten ist. Dass sie sich zusammenraffen und diese 4 Tage, wo sie Urlaub nehmen müssen normalerweise, dorthin kommen, um gemeinsam auf Gott hinzuschauen, ihn zu loben, um den Frieden, der uns versprochen ist, wahr werden zu lassen. Das zeigt mir, dass Weihnachten möglich ist. Weil sie tragen, also die Leute, die sich wirklich darauf einlassen, was Gottes Botschaft ist, diese frohe Botschaft, die erleben eines, das, was am Anfang des heutigen Evangeliums steht. Es steht geschrieben, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also das wissen wir, diesen ersten Teil, dass Gott selber der Lebendige ist, dass er uns das Leben gegeben hat. Das ist mehr oder weniger selbstverständlich. Daran zweifelt man nicht so. Aber der zweite Halbsatz und das Leben, also Jesus Christus, war das Licht der Menschen, das zu glauben, heutzutage fällt einem schwer. Aber ich möchte euch sagen, dort, wo man das wirklich glaubt, dass Jesus Christus diese Welt gerettet hat und retten kann, dort geschehen Wunder. Dass Menschen zusammenkommen, um gemeinsam Gott zu loben, obwohl es so viele Unterschiede gibt. Das beeindruckt mich in Augsburg immer wieder, wo der Leiter der ganzen Veranstaltung, Johannes Hartl, immer wieder sagt, uns trennt so vieles, die wir da versammelt sind. So vieles. Und wir werden höchstwahrscheinlich es nicht erleben, dass wir eine Kirche sind. Aber das, was wir gemeinsam tun können, das machen wir. Wir schauen gemeinsam auf Christus und loben ihn. Das ist möglich. Und aus diesem gemeinsamen Tun erwächst Wunderbares. Ich habe jetzt mitbekommen, dass dieses Gebetshaus Augsburg, das ist eine kleine Einrichtung, das ist ein altes Fitnessstudio, das umgebaut wurde, jetzt bauen sie ein bisschen aus. Der Gebetsraum, fast 40 Leute, und dann ist schon eng, man kann noch mehr reinstopfen. Aber dieses kleine Gebetshaus mit ungefähr 100 Mitarbeitern, die meisten sind ehrenamtlich, hat eine Kraft
etwas zu bewirken, in Bewegung zu setzen. Diese eine Veranstaltung, das ist das eine, die Mehrkonferenz. Aber jetzt haben Sie ein Projekt gestartet. Sie sammeln noch Geld, aber das ist auch meine Erfahrung als Franziskaner. Wenn es Gottes Sache ist, dann ist Geld eh kein Problem. Und das wird es auch nicht sein, wahrscheinlich. Sie starten ein Projekt, wo Sie jährlich 1000 junge Leute ausbilden wollen, dass sie das Evangelium in Europa verkünden, aufs Neue. Ihr müsst euch das vorstellen. 1000 Leute jährlich sollen dort ausgebildet werden. Und diese Ausbildung ist ganz einfach. Die meiste Zeit sitzt man in diesem Gebetsraum und betet. Dann gibt es noch ein paar Schulungen, die helfen sollen, also das Evangelium auf eine geeignete Weise zu verkünden. Aber die meiste Zeit ist Gebet. Und aus diesem Gebet heraus wächst eine neue Generation an, auf, in dieser Welt. Dort ist es schon ein kleiner Lichtpunkt in Augsburg. Und ich bete auch stark darum, dass es Ihnen gelingt, dieses Projekt durchzuziehen, dass Sie wirklich jährlich 1000 Leute oder mehr, noch mehr ausbilden, ermutigen, dass Sie das Evangelium in unserem Europa verkünden, dass es wieder mal christlich wird. Und das ist auch in deinem Leben möglich. Du musst nicht nach Augsburg fahren, aber das eine, was wir tun sollten, ist anzubeten. Wie die Hirten und wie die Engel es tun. Gott, Gott sein lassen. Und ihm Glauben zu schenken, dass er diese Welt in der Hand hält und sie verändern kann. Dass er Frieden im Nahen Osten schaffen kann. Frieden in Syrien, Frieden in Europa. Dass er in die Herzen der Terroristen reinspricht und sie verändert, sie neu macht, sie heilt. Dass er auch unsere Herzen heilt, dort, wo Unfriede in unseren Familien herrscht. Besonders zu Weihnachten bekommt man es zu spüren, wenn man zusammenkommt. Dass hier oder dort etwas unausgesprochen ist, das ein bisschen wehtut oder dass man sich gegenseitig verletzt, weil es so vieles zu tun gibt, so viele Erwartungen. Fang im Kleinen an. Und ich sage jetzt nicht, dass jeder hinauslaufen soll und sich bei dem entschuldigen soll, den man verletzt hat. Das ist auch eine wichtige Sache. Aber ich glaube, dass viel wichtiger ist, das zu tun, was diese Engel tun, was so viele Menschen tun. Gott anzubeten. Und das bedeutet schlicht und einfach, Gott Gott sein zu lassen. Man muss ihn um nichts bitten. Er weiß um unsere Sorgen. Er hat die Haare auf unseren Häupten gezählt. Einige haben weniger von diesen Haaren, die anderen mehr. Aber er weiß um alle. Und das, was richtig ist, eine richtige Haltung, die wirklich uns verändert, und auch unser Land und unser Europa ist diese Anbetung. Wie das geht? Ganz einfach. Lobpreis ist echt einfach. Man sagt Gott, wer er ist. Gott, du bist der Lebendige. Du bist allmächtig. Du bist der, den ich nicht verstehe. Du bist der, der mich liebt. Brauchst keine Musik. Wenn du Musik machst, ist toll. Wenn du keine machst, ist auch gut. Einfache Worte, die Gott Gott sein lassen. Mehr braucht es nicht, damit Weihnachten wirklich Weihnachten wird.